Ja, Leute, es ist heute soweit. Ihr habt lange wieder drauf gewartet, ihr habt viel danach gefragt und heute gibt es mal wieder ein Q&A, ein Couch Comments Video. Ihr stellt Fragen, die ich beantworte über alle möglichen Themen, ob es persönliche Sachen sind, ob es Sachen sind über Filme, Serien, was weiß ich. Ihr könnt jegliche Fragen stellen. Das habt ihr natürlich wieder gemacht und heute habe ich wieder eine Handvoll an Fragen, die ich in diesem Video beantworten werde. Ich bin sehr gespannt, beziehungsweise ich freue mich sehr. Vor allem freue ich mich auch auf eure Reaktion darauf und ja, wir werden auf jeden Fall immer wieder mal öfter so eine Art Format machen und deswegen direkt schon mal an euch, wenn ihr mehr über mich wissen wollt, stellt gerne jetzt schon unter dem Video wieder neue Fragen. Ich sammle die direkt gerne mit dem Hashtag CouchComments, damit ich dann weiß, okay, die sollen auch im Video beantwortet werden. Dann schreibe ich mir die raus und im nächsten Video werden wir dann wieder welche haben. Aber nichtsdestotrotz werde ich auch in Community-Tab dazu aufrufen, wenn dann nochmal oder im extra Video. Aber ja, ich rede jetzt schon wieder so lange rum. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Naja, eigentlich ja Couch Comments. Da sollte ich vielleicht mal noch ein extra Intro zu machen. Das muss ich mir noch überlegen. Ja! Wie gesagt, willkommen zu einer neuen Folge Couch Comments. Viele Kommentare sind gekommen, sehr viele und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich freue mich überhaupt. Erstmal da, vorab möchte ich sagen, ich bin super glücklich mit dem Aufbau dieses Kanals. Es sind so viele Leute hier, die richtig Interesse an den Videos haben, die auch unter jedes Video Kommentare schreiben. Ne? Kuss geht raus an der Stelle an alle diese Personen. Und ich bin einfach richtig happy, wie dieser Kanal läuft. Natürlich ist er jetzt noch nicht so durch die Decke gegangen, weißt du, die Millionen Abonnenten sind noch weit weg. Aber das ist auch gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist eigentlich wirklich hier, Leute zu versammeln, die die gleichen Interessen haben, in dem Fall Film und Serien, Fakten, Theorien und so weiter, alles mögliche in diese Richtung und sich einfach dazu austauschen wollen. Wenn ihr natürlich jetzt schon des Öfteren hier auf dem Kanal gewesen seid und noch kein Abo dagelassen habt, könnt ihr es natürlich gerne machen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Aber wir starten jetzt erstmal mit den Fragen. Ich hole mir jetzt gleich meine Blätter mit den Fragen drauf. Und dann, ja, legen wir einfach mal los. Ja, da sind sie. Zwei Blätter tatsächlich voll mit Fragen. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit der ersten. Das ist auch tatsächlich eine der ersten gewesen, die nach dem letzten Video wieder reinkam. Und zwar ist die erste Frage, die wir heute beantworten werden. Wenn du Negan wärst, wen hättest du mit Lucille getötet? Ja, natürlich ist da unser allseits beliebtes Line-Up bei Negans quasi Vorstellung gemeint. Und ich habe mir da viele Gedanken drum gemacht und auch mal ein bisschen weiter gedacht, so von wegen, okay, was passiert, je nachdem, wen ich jetzt als Negan getötet hätte. Und mir ist eine Antwort relativ schnell in den Kopf gekommen, und zwar, ich hätte Sascha getötet. Zum einen, weil ich sie persönlich super langweilig finde, weil sie nicht unbedingt sehr krasse Charakterentwicklung oder einen sehr krassen, tiefgründigen Charakter hatte. Und meiner Meinung nach war sie halt mit einer der langweiligsten Charaktere. Und ich glaube, vor allem, wenn sie nicht mehr gelebt hätte, hätte das keinen so großen Einfluss gehabt, wie zum Beispiel mit Glenns Tod. Ja, und hier sind auch offiziell die Kommentare mit eröffnet und ihr könnt gerne auch zu den Antworten, wo ihr vielleicht eine eigene Meinung habt, gerne auch in die Kommentare schreiben. Also die Frage gebe ich direkt zurück. Wen hättet ihr anstelle von Negan beim Line-Up, ja, mit Lucille eine kleine Kopfnuss gegeben? Gerne in die Kommentare, allgemein bei allen Fragen, wo ihr vielleicht auch gerne antworten wollt. Ne? Ihr seid gerne dazu aufgefordert, das gerne zu machen. Würde mich sehr freuen. Frage Nummer 2. Wie heißt du oder ist es dir lieber, mit Couchtime angesprochen zu werden? Und wie alt bist du? Ja, also zum einen, mein Name ist Jan Lukas mit Bindestrich und mit K für die Leute, die es interessiert. Ich bin am 13.12.1997 geboren. Dementsprechend bin ich momentan 25 Jahre alt. Und ich sage das, was ich eigentlich zu jedem sage, der fragt, wie würdest du gerne angesprochen werden? Ich reagiere irgendwie fast auf alles. Also ihr müsst mich gar nicht persönlich ansprechen. Aber wenn ihr mich natürlich persönlich ansprecht, könnt ihr es machen, wie ihr wollt. Also ich reagiere wahrscheinlich auf alles, aber natürlich gerne auch mit Jan Lukas. Obwohl ich sagen muss, von den meisten Leuten auf der Arbeit werde ich Lukas genannt und im Privaten dann tatsächlich mehr Jan. Ja, aber ihr könnt es euch gerne aussuchen. Frage Nummer 3. Gibt es Ideen bzw. Videos, die in deinen Giftschrank, bei der Stelle sehr interessante Ausdrucksweise, habe ich auch noch nie so gelesen, gelandet sind, weil du sie zwar fertig hattest, aber dann gemerkt hast, dass es doch nicht passt? Ich muss sagen, das war eine super interessante Frage und ich beantworte es mal so. Also, es gab bis jetzt ein Video, was ich aufgenommen habe, dann im Schnitt gemerkt habe, nee, gefällt mir nicht so, aber ich habe dasselbe Video wieder aufgenommen, nur halt an einem Tag, wo es mir quasi ein bisschen besser ging, also ich einfach ein bisschen besser gelaunt war. Aber so an für sich habe ich sonst, Stand jetzt, noch kein Video so komplett verworfen, also das gab es jetzt nicht. Und es gäbe jetzt auch dann jetzt so kein Video auf dem Kanal, wo ich sagen würde so, ach ja, Mann, das hat jetzt keine Aufrufe generiert, keine Kommentare, was weiß ich, hätte ich mal lieber nett hochgeladen. Also, ich finde es schon sehr interessant, weil, wie gesagt, dieses eine Video, ich habe da im Schnitt wirklich gesessen und gedacht, nee, das kann ich so nicht hochladen. Man hat halt gemerkt, also ich habe gemerkt, ich hatte am Tag der Aufnahme einfach keinen guten Tag. Also ich hatte meine Gedanken irgendwo woanders einfach. Aber wie gesagt, ich habe es quasi nochmal aufgenommen. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, welches das war, ich wüsste es tatsächlich selber nicht mehr. Aber ja, bis jetzt, jedes Video, was ich geplant habe aufzunehmen und dann auch aufgenommen habe, habe ich auch hochgeladen. Ideen verworfen habe ich schon so ein paar, aber einfach, weil es
vielleicht schon mal in einem anderen Video angekratzt wurde oder ähnlich erwähnt wurde. Ist oft bei diesen Was-wäre-wenn-Sachen, weil da halt viele Sachen sich immer so überschneiden. Also es gibt halt mehrere Was-wäre-wenns, die quasi den gleichen Verlauf hätten. Die habe ich dann mehr oder weniger so zusammengefasst. Frage Nummer 4. Wie viel Zeit steckst du in YouTube? Ja, da habe ich einen Kommentarschreiber auch direkt gefragt, meinst du jetzt so privat oder bezüglich der Videos? Und er hat gesagt, sowohl als auch. Deswegen beantworte ich jetzt sowohl als auch. Aber ich muss jetzt wieder den Zettel nehmen, weil das habe ich mir aufgeschrieben. Da musste ich ungefähr mal grob über den Daumen peilen. Also erstmal für alle, die es wissen, Couchtime ist ja schon jetzt so mein Kanal, aber ich habe ja schon mal erwähnt, ich habe auch einen Gaming-Kanal zusammen mit einem Kumpel. Den habe ich jetzt einfach mal mit reingerechnet. Also für die Couchtime-Videos schätze ich mal mit Planung, Aufnahme, Schnitt, Thumbnail und allem, was drumherum gehört, würde ich sagen, circa 10 bis 12 Stunden in der Woche, obwohl das immer sehr knapp kurz vorm Wochenende passiert. Ich versuche zwar immer mal wieder was vorzuproduzieren, ich kriege es aber nie hin, weil ich auch denke, ich muss auch ein bisschen aktuell bleiben. Es kann natürlich sein, dass morgen ein Video rauskommt, oder ein Trailer rauskommt, auf den ich reagieren will. Und dann muss ich das ja nochmal neu aufnehmen, sag ich mal so. Für den Gaming-Kanal ist es tatsächlich weniger, da würde ich sagen 4 bis 8 Stunden in der Woche, weil da wird halt nicht so viel geskriptet oder geplant oder recherchiert, wie zum Beispiel für die Character Clash Turniere. Da suche ich allein schon manchmal 3 bis 4 Stunden an den ganzen Daten raus. Wie gesagt, da ist halt eher eine Aufnahme, zocken, schneiden, hochladen. Geht halt relativ fix. Privat habe ich immer aufgeschrieben, laut meiner Bildschirmzeit am Handy, ca. 6 bis 10 Stunden also in der Woche. Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe halt auch oft das Handy quasi einfach nur laufen, ob wenn ich es beim Pennen einfach irgendein Video und lege es dann hin. Heißt, kann ein bisschen verfälscht sein, aber nichtsdestotrotz würde ich auch am PC auch nochmal ungefähr die gleiche Zeit machen. Frage Nummer 5. Was sind deine Lieblingsfilme / Seriengenre? Hast du Film- bzw. Serienempfehlungen abseits der eher typischen wie The Walking Dead, welche in Richtung Survival gehen oder auch allgemeine Empfehlungen? So, auf den letzten Punkt sage ich, ich habe momentan selber ganz, ganz viele Probleme, eine gute Serie zu finden. Deswegen bin ich ja immer wieder The Walking Dead am gucken. Momentan gibt es für mich so wirklich keine gute Serie. Also, es kommen immer mal wieder welche, aber vor allem Survival-Serien sind halt echt schwer für mich persönlich sowieso zu toppen. Also The Walking Dead ist für mich halt wirklich Top-Tier. Ja, deswegen. Also hier an der Stelle gerne mal in die Kommentare schreiben. Gibt es irgendwelche Serien, die ihr empfehlt? Auch jetzt nicht nur an mich, sondern einfach an die Community. Serienempfehlung einfach mal in die Kommentare. So, auf die erste Frage, beziehungsweise im ersten Punkt, also Lieblingsfilm, Seriengenre, habe ich mir aufgeschrieben, auf jeden Fall Horror. Ich liebe Horrorfilme. Serien eher weniger, aber Horrorfilme auf jeden Fall. Natürlich Survival, wie halt jetzt in dem Fall, The Walking Dead. Die klassischen Superheldenfilme und Serien, natürlich Marvel, DC, das weiß man, wenn man den Kanal hier kennt. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, Mystik bzw. Sci-Fi, weil sowas wie Teen Wolf ist jetzt natürlich kein Sci-Fi, ne? Keine Sorge, aber ist also mystisch. Teen Wolf habe ich zum Beispiel super gern geguckt, auch Supernatural super gern geguckt, aber auch halt so ein bisschen Sci-Fi-mäßigere Serien. Also ich habe da schon sehr breit gefächertes, aber eher so in die Richtung Survival. Horror ist auf jeden Fall Survival, Horror. Und Superhelden ist auf jeden Fall so ganz weit oben, definitiv. Kommen wir zu Frage 6 und das war eine sehr, 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 sehr interessante Frage, weil da musste ich ein bisschen länger nachdenken und die Antwort ist vielleicht auch gar nicht so spannend, wie man es sich denken könnte. Welches Kinoerlebnis war das Beste, das du jemals hattest? Dazu möchte ich erstmal sagen, ich war eher als Kind ein Kinogänger und jetzt so im Erwachsenenalter tatsächlich ein bisschen weniger. Zum einen, weil mein Freundeskreis nicht so die Kinomenschen sind, meine Eltern jetzt auch nicht so und ich bin ganz ehrlich, hab nicht so Bock, allein ins Kino zu gehen. Bei manchen Filmen auf jeden Fall, da lohnt es sich auch auf alleine hinzugehen, aber ich bin halt immer eher so der Typ, der dann lieber mit ein paar Freunden halt hingeht und da halt mein Freundeskreis nicht so der, naja, nicht so filmgehypt ist, ja, eher schwierig. Aber das Kinoerlebnis, was für mich quasi prägend war wahrscheinlich, war tatsächlich der erste 3D-Film, den ich mit meiner Oma geguckt habe. Ja, nämlich mein Interesse für Filme ist durch meine Oma entstanden, weil ich mit der tatsächlich sehr, sehr oft ins Kino gegangen bin. Und ich kann mich noch erinnern, der erste 3D-Film, den ich gesehen habe, war Ich einfach unverbesserlich 1. Und den in 3D zu gucken mit meiner Oma war einfach super cool, weil ich weiß noch genau, da ist diese eine Stelle wieder mit seinem komischen Auto, was halt so übel die lange Spitze hat, halt so auf die Kinoleinwand zufährt und du halt dann in 3D denkst, hier hängt die Spitze in der Nase. Super lustig. Und das war so wirklich das beste Kinoerlebnis. Aber allgemein muss ich sagen, wie gesagt, ich war sehr, sehr oft mit meiner Oma im Kino und jedes Mal war es halt einfach super lustig. Deswegen auf jeden Fall unterm Großen, auf jeden Fall zusammengeschrieben, jedes Mal mit meiner Oma Kinofilme gucken. Aber gerade der erste 3D-Film, das war so das besonderste Erlebnis für mich, muss ich sagen. Kommen wir zu Frage 7 und dementsprechend auch nochmal eine The Walking Dead-Frage. Wenn du dir ein Team aus 3 Leuten plus mir selber zusammenstellen könntest, um in einer Zombie-Apokalypse zu überleben, welche The Walking Dead bzw. 4 The Walking Dead-Charaktere würdest du in dein Team nehmen? Ich spoilere jetzt gleich schon mal von Anfang an. 4 The Walking Dead Charaktere sind hier nicht in der Liste. 4 The Walking Dead habe ich noch nicht so intensiv geguckt, dass ich da jeden Charakter kenne. Werde ich auf jeden Fall mal noch nachholen, vor allem jetzt mit der
neuesten Staffel mit Morgan soll da ja sehr viel Gutes passiert sein in Fear the Walking Dead. Aber die Frage hat mich richtig zum Grübeln gebracht. Ich habe mit einem Kumpel darüber geredet. Ich bin mir richtig unsicher oder unschlüssig. Also Punkt 1, auf jeden Fall Rick. Rick ist definitiv in diesem Team dabei. Jetzt kam es zu dem Punkt. Natürlich könnte ich jetzt den Klassiker sagen, ja, Daryl und halt, was weiß ich, Glenn. Irgendwie sowas um den Dreh. Weil das so diese typischen Sachen sind. Ich muss sagen, wenn man jetzt überlegt, die Chemie zwischen den Charakteren, wenn die halt nicht vorher stimmt, ist halt scheiße. Wenn man jetzt sagt, die Charaktere verstehen sich aber blind, würde ich tatsächlich, glaube ich, mein Favorite-Team wäre Rick, Maggie und Negan. Wenn wir jetzt mal außen vor lassen würden, dass sie alle den Beef ihres Lebens hatten, wäre das, glaube ich, so mein Traumtrupp, weil ich liebe Negan, ich liebe Maggie und Rick ist halt der Motherfucker schlechthin. Und im schlimmsten Fall würde ich vielleicht Maggie für Daryl austauschen, aber auch nur vielleicht, weil ich liebe schon Daryl, keine Frage. Aber ich weiß nicht, manchmal, also Daryl ist halt einfach krass, aber der ist besser als Einzelgänger, ist mein Gedanke. Und ich denke so, vor allem Negan und Rick, wenn die sich gut verstehen würden, die wären halt schon ein krasses Dreamteam, muss man sagen. Also ja, mein Team wäre definitiv Rick, Maggie und Negan. Also auch wenn es eine komische Konstellation ist, aber wenn wir mal außen vor lassen, dass die sich hassen oder nicht unbedingt mögen, wäre das auf jeden Fall mein Dreamteam. Definitiv. Schreibt an der Stelle gerne mal euer Dreamteam in die Kommentare. Auch jetzt mal unabhängig davon, ob die Charaktere leben oder tot sind oder sich mögen oder nicht. Bin ich mal sehr gespannt, was da alles so rumkommt. Die nächste Frage, und zwar Frage 8. Was hältst du vom One Piece Trailer? Eine sehr gute Frage, weil ich dazu wahrscheinlich auch eigentlich ein Video machen wollte und ich es wahrscheinlich auch machen werde. Nicht spezifisch auf One Piece abgerichtet, aber allgemein auf das momentane Thema Realverfilmung. Und ich muss sagen, an für sich, One Piece, eine gute Serie. Ich habe sie nie so aktiv geguckt. Ist aber ein sehr starker Anime. Also das kann man einfach... Also man kann nicht sagen, One Piece ist schlecht. Wenn man Anime-Fan ist, kann man nicht sagen, One Piece ist scheiße, weil One Piece ist gut, es ist zwar sehr, sehr lange und der Trailer macht auch im ersten Augenblick, sieht er sehr gut aus. Charaktere sind eigentlich ganz gut besetzt, vor allem was sehr, sehr stark ist, die deutsche Synchron ist die gleiche wie im Anime, was die Serie, ist eine Serie, glaube ich, das ist ja gar kein Film, ist eine Serie, die Serie auf jeden Fall super krass carryen wird. Also wenn die Serie scheiße ist, dann werden die Stimmen es raushauen, aber für mich ist da jetzt nicht so die Intention hinter, das zu gucken. Vor allem, und das ist jetzt der Punkt, der fucking Anime ist noch nicht zu Ende. Warum machen die jetzt eine Serie und wie weit wollen die Serie machen? Deswegen, ich fand ihn gut, den Trailer. Ich bin gespannt, was dabei rumkommen wird. Aber es wird zu diesem Thema Realverfilmung, wo ich dann auch auf Avatar die Serie ansprechen werde. Und allgemein das momentane Thema Realverfilmungen, werde ich ein extra Video zu machen, weil das Thema mich momentan ein bisschen beschäftigt. Aber um die Frage zu beantworten, Trailer sah stark aus, ist interessant, aber ich glaube, wird nicht unbedingt mein Fall sein persönlich. Die nächste Frage, beziehungsweise der nächste Kommentar. Super Video und wollte mal wissen, was du so außerhalb der Videos machst, also beruflich. Und ob du der Zukunft von Superheldenfilmen und auch des MCUs eher kritisch gegenüberstehst oder nicht. So, zu Frage 1. Momentan bin ich in meiner zweiten Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik. Ich arbeite auf dem Lager und ja, pack da meine Kartons. Also ich muss sagen, wie gesagt, zweite Ausbildung, erste Ausbildung war Einzelhandelskaufmann. War nicht so gut, habe ich auch leider nicht abgeschlossen, aber das stellen wir einfach mal dahin. Mit dieser Ausbildung momentan bin ich super zufrieden, es macht richtig Spaß und das wird auch tatsächlich, ich denke mal, mein Beruf fürs Leben sein, weil es einfach, es ist nicht krass viel Aufwand, aber man hat auch genug zu tun, dass der Tag rumgeht. So, das ist so ein guter Ausgleich. Und um mal das Thema, was ich außerhalb der Videos mache, noch außerhalb des Beruflichen weiter zu stricken. Außerhalb der Videos mache ich ungefähr das, was ich sonst in den Videos auch immer erzähle. Ich gucke Serien, Filme, bin sehr viel auf YouTube unterwegs. Ich zocke natürlich auch hier und da gern mal mit ein paar Kumpels. Und vor allem jetzt im Sommer definitiv hier und da mal ein Köpfchen Shisha mit den Kumpels rauchen, mal ein Bierchen trinken, ein schönes Feuerchen machen, so ein bisschen das. Aber tatsächlich hauptsächlich muss ich sagen, ich bin schon so ein echter Film- und Serien-Nerd. Also ich hänge schon sehr, sehr viel vor dem Bildschirm. Vielleicht ein bisschen zu viel. Aber vor allem dieses Jahr wird sich das Ganze wahrscheinlich schon mal ändern, denn ich werde dieses Jahr auch meinen Motorradführerschein machen, meinen großen. Ja, ich bin schon 125er gefahren. Ja, ich habe es geliebt und das werde ich auf jeden Fall dieses Jahr mal öfter machen. Zum zweiten Abschnitt der Frage, was ich für die Zukunft der Superheldenfilme und des MCU sehe. Die Frage kam mir gelegen, als ich gemerkt habe, oh, guck mal, scheiße, was? Secret Invasion, die Serie ist jetzt draußen. Und ja, ich habe die erste Folge gesehen. Nein, ich werde wahrscheinlich keine Review zu jeder einzelnen Folge machen. Ich werde vielleicht ein Video am Ende der Serie zu der Serie halt machen. Und ich sag's, wie es ist. Ich kann mal ganz kurz meine Meinung zu der ersten Folge sagen. Ist eine gute Serie so an für sich. Wird interessant sein. Aber ich muss sagen, das Thema Skrull oder die allgemein außerirdischen Lebensformen, deswegen bin ich auch nicht so ein riesiger Guardians of the Galaxy Fan. Und auch Thor Love and Thunder fand ich nicht so gut deswegen. Ich bin nicht so der Fan im MCU, was die Außerirdischen angeht. Ich weiß nicht warum, ich finde es nicht so passend. Mir gefällt es irgendwie so,
irgendwie gefällt mir nicht. Aber an für sich, wie gesagt, Top-Serie. Bin gespannt, wie es weitergeht. Aber allgemein denke ich, dass Marvel oder allgemein die Superhelden-Filmindustrie mal einen Arschtritt kriegen muss. Die momentane Marvel-Zeit muss ich quasi nicht muss ich nicht drüber reden. Das einzige gute Projekt, was jetzt kam, war halt Spider-Man into Beyond the Across the Spider-Verse, so rum. Into the Spider-Verse? Ihr wisst, welchen ich meine. Habe ich ein Video zugemacht, falls euch interessiert. Der war sehr stark. Unfassbar guter Marvel-Film. Aber die Real-Life, also die Live-Action-Szene in der Superhelden-Industrie, sowohl auf DC-Seite als auch auf Marvel-Seite, lässt momentan zu wünschen übrig und ich habe Angst. Aber vielleicht brauchen die einfach mal, wie gesagt, einen Arschtritt, wo man sagt, okay, hier kommt jetzt ein Film raus und der geht sowas von in die Hose und die merken, okay, scheiße, wir müssen wieder mal Vollgas geben, weil das momentan alles ein bisschen schleifen lässt. Finde ich schade, ich liebe, wie gesagt, Superheldenfilme und ich hoffe, da wird es auch noch eine Besserung geben. Natürlich ist das jetzt nur meine Meinung, Meinungen sind verschieden, keine Frage, aber ich bin momentan eher ein bisschen kritisch dem gegenübergestellt. Ich hoffe, dass es in Zukunft wieder ein bisschen besser wird und auch mal mehr auf Qualität statt Quantität gelegt wird. Vor allem im Bereich DC hoffe ich, dass da einfach mal ein bisschen was mehr kommt. Marvel ist super gut, aber DC hat so viel Potenzial mit seinen Schurken und Helden. Und die machen es kaputt, so ein bisschen. Vor allem, weil DC sehr stark auf dieses übertriebene CGI setzt, was ich nicht so mag. Ja, das ist so meine Meinung zu dem Thema. Frage Nummer 10. Was hältst du von der Telltale The Walking Dead Games Serie? Und falls du sie gespielt hast, welches ist dein Favorit? Schande über mein Haupt, habe sie noch nicht gespielt, persönlich. Ich habe mir aber unfassbar viele Let's Plays dazu angeguckt. Und ich muss sagen, ich finde es ein super geiles Spiel, also super geile Spiele. Was mich so ein bisschen halt als The Walking Dead Serien-Fan so ein bisschen wurmt, ist, es sind halt sehr viele Charaktere, die wir so aus der Serie halt nicht kennen. Deswegen ist so für mich immer dieser Punkt, so darüber zu schreiben, The Walking Dead, ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das war ja schon für mich bei Fear The Walking Dead und auch bei World Beyond, bisschen kritisch, aber da hast du halt so ein paar Charaktere, die wir halt kennen. Hast du in den Spielen auch, keine Frage. Ich muss sagen, ich feiere den Artstyle, ich feiere die Spielmechanik, ich feiere die Story, ich feiere die Charaktere, sind super gut geschrieben. Aber mir fehlt da halt tatsächlich ein bisschen mehr dieser Serien-Touch drin. Aber wie gesagt, eine sehr gute Reihe. Werde ich auf jeden Fall mal spielen, definitiv. Habe ich mir fest vorgenommen. Frage bzw. Kommentar Nummer 11. Wie bist du auf YouTube gekommen? PS, liebe deine Videos. PS, Dankeschön. Freut mich jedes Mal sehr, das zu lesen in den Kommentaren, wenn euch die Videos gefallen. Das lässt mich hier auch weitermachen, sei es mal so. Ja, die Frage, wie ich auf YouTube gekommen bin, ist, da könnte ich jetzt ein ganzes Video drüber machen. Ist sehr ausschweifend. Ich habe schon immer gerne Videos gemacht, mit dem Handy einfach irgendwas aufgenommen, mit Freunden, irgendwas Dummes. Da gibt's, es gibt sehr viele Videos mit mir, nicht unbedingt von mir, aber mit mir, die mich in, sag ich mal, ne, jungen Jahren zeigen, wie ich ein bisschen, Spinnereien machen, sage ich mal so. Aber an für sich, ich habe schon immer geliebt, Videos zu machen. Ich habe schon oft versucht, einen Kanal aufzumachen, wo ich auch sowas wie das hier machen würde. Einfach so dieses typische Unterhaltungsdings. Ne? Arten von so und so, Arten von dem und dem. Arten von Schülern habe ich mal gemacht, Arten von YouTubern. Alles hin und her, alles Mögliche. So ein Real-Life-Kanal, dann natürlich der Gaming-Kanal. Jetzt hier das hier und ich mag es halt einfach, Videos aufzunehmen, meine Meinung zu teilen oder mein Gelaber zu teilen. Vor allem, weil ich weiß, ich kann sehr viel und sehr gut reden und viele Leute hören mir anscheinend auch gerne zu. Und deswegen mache ich das. Außerdem habe ich auch sehr viel Spaß am Video schneiden und das alles bündelt halt dann auf YouTube. Deswegen sitze ich jetzt hier und werde wahrscheinlich auch ewig YouTube-Videos machen. Und wenn es irgendwann nur noch aus dem Rollstuhl, keine Ahnung, Rennen sind oder sowas in der Art, ja. YouTube ist einfach so meine Leidenschaft, wirklich. Videos aufnehmen und schneiden wollte ich schon immer, mochte ich schon immer und ja, deswegen mache ich das hier. Frage Nummer 12. Deine Top 3 Serien, keine Anime, Top 3 Filme und Top 3 Games. Ja, also, das wird jetzt sehr interessant und sehr schwer, weil bei, ich musste sehr stark überlegen. Also Serien war ich sehr sicher, The Walking Dead auf Platz 1. Keine Frage, diese Serie habe ich so oft gesehen und werde mir sie auch immer angucken. Ich liebe die Serie über alles. Die kann ich mir immer angucken. Egal, wo, wann und wie ich gelaunt bin. Dann eine Serie, über die ich hier auf dem Kanal wahrscheinlich noch nie geredet habe. How I Met Your Mother. Ich liebe die Serie. Ich habe sie als Jugendlicher nach der Schule, nach was weiß ich, immer im Fernsehen geguckt, bis ich irgendwann mal realisiert habe, krass, da gibt es auch Folgen, die ich noch nicht gesehen habe, weil halt man nur das sieht, was im Fernsehen läuft, bis ich mir dann irgendwann mal die ganzen Staffeln angeguckt habe. Auf Netflix oder wo, ich glaube Primo, wo ich es mir damals geguckt habe und dann auch ein paar DVDs davon gekauft. Ich liebe die Schauspieler, ich liebe die Story, ich liebe allgemein dieses Sitcom-Ding. Es ist ja so, ne, man sagt ja, das Friends der Neuzeit. Für Friends war ich ein bisschen zu jung, deswegen bin ich bei How I Met Your Mother gelandet. Und beim dritten Serienpunkt war ich mir sehr, sehr unsicher, aber ich würde sagen, die Serie Lost. Denn Lost ist auch sowas, was ich mir sehr, sehr oft angeguckt habe. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob Lost eine gute Serie ist, beziehungsweise ob das Ende gut ist. Ich kann Lost auf jeden Fall jedem empfehlen. Es ist eine super interessante Serie und ab einem gewissen Punkt hat es leider ein bisschen in die falsche Richtung getwistet, hat es dann wieder gerettet und dann, ja, es ist ein großes Wirrwarr.
aber Lost auf jeden Fall mit darunter. Es gibt sehr viele Serien, die ich mag, aber wie gesagt, The Walking Dead und How I Met Your Mother, fuck dabei. Und der dritte Platz, der kann variieren, würde ich es mal sagen. Bei Games, da fange ich jetzt erstmal mit an, habe ich die Assassin's Creed-Reihe, aber tatsächlich nur bis Assassin's Creed 3, muss ich sagen. Danach hat es für mich leider ein bisschen aufgehört. Dann habe ich hier Ark aufgeschrieben. Ark Survival Evolved, das Spiel, was ich hauptsächlich auf meinem Gaming-Kanal mit meinem Kumpel bringe, habe ich auch schon immer gespielt. Liebe ich. Ich liebe Dinos, ich liebe Survival-Games und das ist halt nun mal Ark. Das definitiv. Ein dritter Platz, muss ich sagen, fällt mir gerade so aus dem Stegreif nicht ein. Ich denke, ich würde sagen GTA. Die ganze GTA-Reihe, also ab GTA, Liberty City Stories über San Andreas bis hin zu GTA 4 und 5. Obwohl ich da sagen muss, das hat auch mit der Zeit nachgelassen, aber ist schon eine meiner Lieblingsspielereien definitiv. Filme, muss ich sagen, war ich mir richtig unsicher. Da kann ich keinen einzelnen Film nennen, aber, sag ich mal, große Filmbereiche. Und das ist zum einen Star Wars. Ich liebe Star Wars. Dann liebe ich das ganze Marvel-Universum, die Marvel-Filme. Natürlich gibt es den einen oder anderen schlechten Film, aber der Großteil der Filme mag ich. Das heißt, Marvel und Star Wars packe ich auf jeden Fall so unter einen Hut. Aber wie gesagt, so sonst ein wirklich Lieblingsfilm, das ist super schwer. Ich müsste wirklich krass recherchieren, welche Filme ich mir überhaupt schon mal angeguckt habe. Ich würde wahrscheinlich bei Marvel auch tendieren Richtung Avengers 1, weil den habe ich mir am meisten angeguckt. Aber als dritte Kategorie würde ich einfach mal das Genre Horror packen, denn ich liebe halt Horrorfilme. Alle möglichen, ob es Scream-Filme sind, ob es die Halloween-Filme sind, ob es die Nightmare on Elm Street-Filme sind, ob es die Friday the 13th-Filme sind. Jetzt komm nicht an mit, ja, das eine ist ein Splasher, das andere ist ein Thriller und. Ich packe das einfach mal unter das Thema Horror zusammen. Ich denke, man wird verstehen, was ich damit meine. Aber wirklich explizit einen Lieblingsfilm zu sagen, ist wirklich unfassbar schwer. Also da gibt es viel zu viele Filme. Vielleicht mache ich da mal ein extra Video zu in die Richtung, dass ich meine, was weiß ich, Top 50 Filme auf All-Timer zusammenpacke. Das könnte ich auf jeden Fall mal machen, aber Top 3, definitiv zu schwer. Und kommen wir nun zur letzten Frage dieses Videos. Und zwar, wie ist es passiert, dass du dich so für Filme bzw. Serien interessierst und was für Sachen magst du gar nicht? Ja, wie es passiert ist, dass ich mich für Filme und Serien interessiert habe. Wie gesagt, schon wie ich eben angesprochen habe, Filme ist sehr viel durch meine Oma und meine Tante gekommen, weil ich mit denen sehr viel im Kino war. Allgemein muss ich sagen, ich mochte als Kind schon immer, ich war in der Theater, ich mochte Schauspielerei, dementsprechend natürlich auch Filme und Serien. Wie gesagt, Filme sehr viel durch meine Oma und meine Tante geprägt, Serien sehr viel durch meine Eltern, weil die auch sehr viele Serien immer geguckt haben. Und auf den Punkt einzugehen, was ich so gar nicht mag. Ich habe überlegt, ob es irgendwas gibt, was ich wirklich hasse. Und mir ist eine Sache aufgefallen oder eingefallen, und zwar ist es Langeweile. Langeweile zu haben, nicht zu wissen, was man machen soll, wenn man alle möglichen Serien durchgeguckt hat, wenn man nicht mehr weiß, wohin mit sich und man sich fragt, soll ich wirklich The Walking Dead zum 6. Mal wieder anfangen? Langeweile. Ich hasse Langeweile. Ja, und wie gesagt, das war die abschließende Frage. Ich glaube, das Video wird sehr, sehr lange, wenn ich es jetzt von der Aufnahmezeit richtig sehe. Und was soll ich sagen? Mir hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal, hier diese Fragen zu beantworten und jetzt geht die Frage raus an euch. Habe ich eure Fragen ordnungsgerecht beantwortet? Seid ihr zufrieden, wie ich sie beantwortet habe? Und wie gesagt, schreibt auch gerne mal eure Antworten auf manche Fragen gerne auch mal dazu. Wie gesagt, gerade sowas wie, wen hättet ihr als Negan getötet? Oder auch, wer sind so eure drei Favorites, die ihr die Apokalypse mitnehmen wollt? So, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn euch jetzt schon Fragen einfallen, Ideen, die ich auch beantworten könnte, Fragen, die ich auch beantworten könnte, gerne schon jetzt mit Hashtag CouchComments in die Kommentare. Ich schreibe alles raus, sammle das und wie gesagt, dann kommt auf jeden Fall gewiss in der nächsten Zeit wieder mal ein Video, wenn da genug Fragen zusammengekommen sind. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wie schon gesagt, wenn ihr hier seid und vor allem jetzt das Video bis zu Ende angeguckt habt und den Kanal noch nicht abonniert habt, vielleicht wollt ihr es ja jetzt machen, würde mich sehr darüber freuen. Ich, wie gesagt, habe sehr, sehr, sehr viel Spaß momentan an diesem Kanal. Die Community ist schon definitiv zu spüren und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in die Kommentarsektion gehe und sehe, ach guck mal, wieder 5-6 Kommentare mehr. Freue ich mich jedes Mal unfassbar. Aber ich möchte jetzt auch nicht mehr länger um den heißen Brei rumlabern. Es ist in meinem Zimmer sehr, sehr warm und ich muss hier mal lüften. Deswegen halte ich mich jetzt hier kurz. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gerne mal den Kanal auschecken. Ich würde mich sehr freuen und ja, vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Und bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.